Die heutige Etappe der Silkway Rally war für die Teilnehmer eine besondere Herausforderung. Viele Fahrer verirrten sich auf dem Weg von Mandal Gobi nach Dalan Sadgat im Süden der Mongolei. Dadurch ist die Wertung ziemlich durcheinander geraten. Paolo Gonçalves hatte einen schweren Motorschaden und ist aus dem Wettbewerb ausgeschieden. Eine Gruppe von Fahrern, darunter die beiden Brüder Benavides und alle drei Quadfahrer, verirrten sich kurz nach dem Start und mussten umkehren. Der Spanier Oriol Mena gewann die Tagesetappe in der Bikewertung. Der Brite Sam Sunderland kam als Vierter ins Ziel, führt aber weiter die Gesamtwertung an. Auch Nasser Al-Attiyah hatte Navigationsprobleme und kam von der Strecke ab. Dennis Krotow führte das Rennen bis 10 Kilometer vor der Ziellinie an, bis ihn ein Reifenschaden zum Halten zwang. Am Ende fuhr er auf Platz 38. Nasser Al-Attiyah sicherte sich erneut den Tagessieg und führt in der Gesamtwertung nun mit 40 Minuten vor dem Chinesen Liu Kun. In der Truck-Kategorie gewann Shiarey Vyatsovic vor Anton Schibalow nach gut 2 Stunden Fahrt mit 27 Sekunden Vorsprung. Sergei Kaginov hatte einen Reifenschaden und kam als Fünfter ins Ziel. Er liegt nun gut 23 Minuten hinter dem Führenden.